Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder ein Lifestyle-Video für euch und zwar diesmal ein etwas anderes. Ich zeige euch bzw. stelle ich euch meine liebsten YouTuber vor. Ich persönlich suchte YouTube übertrieben und ich gucke am liebsten auch Food-YouTuber, muss ich sagen. Und dann stelle ich euch einfach meine 8 Liebsten vor. Ich glaube, dass fast alle englischsprachig sind, also falls ihr keine englischsprachigen YouTuber schaut, dann ist dieses Video leider nichts für euch. Aber falls doch, dann ist es genau das Perfekte für euch, weil es sind jetzt keine großen YouTuber, die jeder kennt, sondern ich glaube, da sind so ein paar Geheimtipps dabei. Durch YouTube-Videos kann man einfach so gut sein Englisch verbessern und auch ja, etwas mehr umgangssprachlich reden lernen, weil ganz oft das Englisch, was man in der Schule lernt, habe ich hier auch nochmal zur Genüge gelernt, ist auf jeden Fall nicht das realistische Englisch und das finde ich eigentlich auch ganz gut so, um nicht rauszukommen, gerade wenn man schon wie ich ein paar Jahre aus der Schule raus ist und im Studium jetzt nicht so viel Englisch beispielsweise hatte. Und ja, darum geht es aber jetzt gar nicht, sondern los geht's mit meinem ersten Lieblings-YouTuber. Also die liebe ich, das ist ein Pärchen, Hot for Food heißt es und das ist Lauren und Josh, glaube ich, heißt der Mann oder ihr Freund. Und die machen einfach super geile vegane Rezepte. Sie arbeitet auch gerade an einem E-Book und es ist super kreativ. Und ja, sie hat einfach das Kochen total im Blut und ist nicht so nach Rezepten, was ich ja persönlich sowieso überhaupt hasse. Also ich privat, wenn ich jetzt keine Videos abdrehe, koche ich auch immer nach Augenmaß und ich benutze nie irgendwie Rezeptbücher. Ich lasse mich davon inspirieren und ich liebe sie, aber ich nehme sie jetzt nicht so als Kochvorlage. Und sie macht auch immer so Recipes und dann so ein Fragezeichen. Dann guckt sie einfach, was sie im Kühlschrank hat und guckt halt, ob sie dadurch irgendwie ein Rezept erstellen kann oder irgendwas Leckeres kreieren kann. Sie ist einfach super witzig. Sie hat auch einen eigenen Channel, der heißt Lauren Toyota. Also alle YouTube-Kanäle, die ich jetzt erwähne, sind auch unten in der Infobox verlinkt. Und sie ist einfach so unglaublich sympathisch und überhaupt nicht so, ja, so typisch YouTube so. Guckt sie euch auf jeden Fall mal an. Super tolles Paar, tolle Aufnahmen, super Kameraführung, also sehr, sehr professionell. Dann eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Meine zweite YouTuberin, die ich eigentlich auch ganz gerne gucke, ist Supreme Banana. Und als wir hier angekommen sind, haben wir die ersten Tage bei Bekannten von mir gewohnt. Und dann kamen irgendwie die Nachbarn rüber und haben sie erzählt, ja, meine Tochter macht YouTube. Und ich so, ah, okay. Und dann haben wir halt ihren Kanal gegoogelt und sind halt auf sie gestoßen. Und seitdem kenne ich sie halt überhaupt erst. Sie ist halt Amerikanerin, die war aber das letzte halbe Jahr oder 3 Monate, glaube ich. Also so lange wie ich hier war, war sie in England. Und sie ernährt sich vegan, aber mir gefallen ihre Essensvideos noch nicht mal so gut, sondern es ist halt ihre Vlogs. Die macht so gute Vlogs und sie ist einfach total witzig und eine sehr tolle Persönlichkeit, finde ich. Also guckt da auch unbedingt mal vorbei. Und klar, die Essensvideos sind natürlich auch cool, sind aber jetzt nicht so besonders, muss ich mal sagen, sondern es ist einfach ihre Art, die es ausmacht. Dann noch ein veganen Food-Blog. Ich glaube, es könnte sein, dass voll viele da vegan sind, aber ich lasse mich halt total gerne inspirieren und ich finde, also ich bin ganz normal aufgewachsen mit Fisch, Fleisch, Milch, Käse und ich finde, dass man halt relativ viele Gerichte auch so von zu Hause kennt und sich da auch irgendwas immer zusammenwürfeln kann. Aber wenn es so an vegane Gerichte geht, brauche ich immer noch ein bisschen Inspiration, deswegen gucke ich sehr gerne solche Kanäle. Und das nächste ist Caitlin Shoemaker und sie ist einfach so nett. Also ich kenne sie natürlich nicht, aber sie kommt so sympathisch und nett und ruhig. Sie beruhigt mich unglaublich. Kennt ihr Madame Tamtams, eine deutsche YouTuberin, Beauty-YouTuberin? Und ich finde, Caitlin ist so ein bisschen die amerikanische, jüngere Version von ihr. Total ruhig, ausgeglichen, super Rezepte. Also ihre Rezepte finde ich richtig klasse. Vor allem, sie ist halt Studentin, deswegen sind da nicht so komische Inhaltsstoffe drin. Also Zutaten, die so mega teuer sind, sondern sie macht auch voll oft so Food Hauls on Budget, was halt nicht so viel kostet. Und ja, ich möchte jetzt auch keinen Haufen an Geld immer für meine Lebensmittel ausgeben und deswegen finde ich ihre Videos super toll. Dann Melanie Murphy, die finde ich ja sowieso die allercoolste. Sie war früher mal vegan, jetzt ist sie alles und sie macht nicht nur Food, sie ist eigentlich gar keine Food-YouTuberin, sondern ich glaube eher Beauty-YouTuberin, aber sie ist einfach, sie macht jetzt keine Make-up-Tutorials oder so und wenn sie es macht, dann wirklich sehr, sehr selten. Es dreht sich auch viel um Ernährung, viele Vlogs, viele Favoriten und ihre Art ist einfach so cool und so echt und sie hat halt, wenn man in Berlin wäre, würde man sagen, sie hat eine Berliner Schnauze. Also sie sagt wirklich das, was sie denkt, gerade raus und finde ich sehr erfrischend. Ihre Art finde ich auch sehr, sehr angenehm und ja, guckt sie euch auf jeden Fall mal an. Sie ist auch schon auf jeden Fall bekannter. Ich glaube, sie ist auch eine der größten irischen YouTuber, die es überhaupt gibt und ja.
Dann eine kanadische YouTuberin mit portugiesischem Ursprung, die auch noch Food macht. Also so viele Parallelen. Der Kanal heißt Health Nut Nutrition und sie heißt Nicole, glaube ich. Und sie macht super tolle Rezepte. Also ihre Rezepte sind so lecker. Meistens vegan, aber nicht nur. Also ein bisschen so wie ich, aber sie macht halt doch eher vegan als ich. Ich glaube, sie trinkt gar keine Milchprodukte und auch Eier benutzt sie eigentlich nie. Ab und zu kommt dann was mit Fisch. Fleisch auch ganz, ganz selten, aber ihre Rezepte sind einfach so toll und sie ist auch total sympathisch. Ich koche privat sehr viel von ihr nach, weil ich das unglaublich lecker finde und noch nie irgendwas nachgekocht habe, was mir nicht schmeckt. Sie hat auch einen tollen Instagram-Kanal, also ich verlinke euch wie gesagt immer alles unten. Dann die coolste von allen, finde ich, Dina Tokyo. Sie ist eine britische YouTuberin und sie ist einfach die coolste. Sie hat ihre Art einfach und sie dreht ganz viele Videos mit ihrem Mann, mit Sid, und die macht halt viele Vlogs auch, aber auch viele Beauty-Sachen. Also sie ist eigentlich eher Beauty- und Fashion-YouTuberin, aber ihre Art ist einfach so witzig. Also wirklich, jedes Mal, sie kann so gut entertainen. Ich weiß gar nicht, was ich konkret zu ihr sagen soll. Sie ist einfach eine Ikone, finde ich. Ja, gerade für, also sie ist Muslima und sie ist halt bedeckt. Und was sie halt nicht davon abhängt, einen der einflussreichsten Fashion-Blogger Großbritanniens zu sein, was ich super klasse finde. Und einfach ihre Art ist so witzig und guckt da mal vorbei. Ich finde gar keine Worte dafür, wie charmant sie einfach ist. Ja, charmant ist das korrekte Wort, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe. Dann noch eine kalifornische YouTuberin, die aber dann nach Hawaii ausgewandert ist. Die sind auch vegan, sogar, ich glaube, in der meisten Zeit sogar roh vegan. Das ist Mango Island Mama. Wie heißt sie denn wirklich? Boah, ich weiß gar nicht, wie ihr Vorname ist. Sie hat zwei Kinder und einen Mann. Sie dreht halt ganz oft so What I Eat in the Days, auch was kleine Kinder so vegan essen, was ich persönlich total interessant finde. Also falls ihr euch so ein bisschen für die Ernährung interessiert, glaube ich, kann es auch ganz gut sein. Und ich finde, man kommt da auch so, also ich liebe Hawaii und ich wollte schon immer hingehen, und sie filmt halt total viel auch von der Natur, von einem alltäglichen Leben, und das finde ich halt so spannend, weil es einfach, es mir einfach so ein bisschen mehr von diesem hawaiianischen Lifestyle zeigt. Und ja, ihre Videos gucke ich auch richtig gerne. Sie lädt halt nicht regelmäßig hoch, sondern es kann sein, dass halt an einem Tag manchmal zwei Videos online gehen. Es kann aber auch sein, dass man zwei Monate gar nichts kommt. Also halt nicht so regelmäßig. Noch eine britische YouTuberin, die aber jetzt in der Türkei wohnt. Sie heißt Jess, keine Ahnung, Beautician? Irgendwie so. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie man ihren zweiten Kanalnamen sagt. Aber sie macht einfach die krassesten What I Eats in the Days überhaupt. Sie hat so Special-Monate gehabt, ich glaube, es war der Juni und jetzt wieder der November. Da hat sie einfach jeden Tag ein What I Eat in a Day abgedreht und dann halt jeden Tag online gestellt. Und das Beste war, dass sie nicht nur zeigt, was sie isst, also wie in einem Food Diary, sondern so ein bisschen wie ich die gesamte Zubereitung. Aber sie isst halt immer Frühstück, Snack vormittags, Mittagessen, Snack nachmittags, Abendessen und Dessert. Das sind halt super viele Rezepte in einem What I Eat in a Day. Und sie ist einfach so kreativ. Also ich finde es so cool. Und ich gucke ihre Videos so, so gerne. Und ich bin immer wieder überrascht, was man alles selbst machen kann. Sie macht wirklich alles, 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 alles selbst. Ich dachte ja immer, ich bin schon krass, weil ich wirklich eigentlich nichts fertig kaufe. Aber bei ihr ist es nochmal eine komplett andere Liga. Und ja, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich hoffe, dass es euch irgendwie inspirieren konnte oder mal andere YouTuber näher bringen konnte. Es würde mich super interessieren, falls ihr noch welche habt, auch so im Bereich eher Food. Aber falls ihr sagt, okay, ist kein Food-YouTuber, aber der ist so cool, musst du dir einfach angucken. Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Ich würde mich riesig drüber freuen. Guckt euch die YouTuber unbedingt an. Die sind so witzig und so gut. Einfach genau wegen denen liebe ich YouTube zu gucken. Natürlich gibt es auch deutsche YouTuber wie Consider Cologne oder Yamina1404, Madame Tamtam. Jetzt vergesse ich wieder bestimmt die, die ich am allermeisten mag, wie immer. Aber ja, weswegen ich auch deutsche YouTuber richtig gerne gucke. Aber ich muss sagen, dass meine allerliebsten YouTuber wirklich aus dem englischsprachigen Raum sind. Ich weiß nicht wieso, ich kann es gar nicht sagen. Aber ja, guckt sie euch an. Ich würde mich riesig über Feedback freuen und schaltet morgen wieder ein. Bis dann!